Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lilbenlars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, ich reagiere heute auf Gronkh Pumpkin Days Folge 5. Natürlich reich durch guten Zackenbarsch. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und vorweg, Leute, das sind die Videos für Montag, also wundert euch nicht, wenn ich das einen Tag vorher aufnehme. Ich muss momentan ein bisschen vordrehen, weil das Ding ist, ich habe momentan wieder ordentlich was zu tun, also ein, zwei Sachen, die mir schon im Nacken rumspringen und auf die ich, keine Ahnung, sozusagen mich zurzeit konzentrieren muss. Die eine Sache ist was mit der Schule, die andere ist hier was mit meinem Zuhause, ein bisschen umbauen hier. Natürlich, aber nichts Großartiges, ich lebe hier immer noch, falls sich die ein oder andere fragen sollte. Ich habe ja meine Wohnung mal schon mal gezeigt, also ihr wisst ja, wie ungefähr es aussieht. Nur wird da gerade was Neues an die Fenster gebaut, deswegen, ja, sieht das gerade ein bisschen, ja, muss ich mir dafür auch gerade Zeit nehmen, deswegen, nur damit ihr Bescheid wisst. Und dann würde ich auch gar nicht lange rumschnacken, Leute. Gehen wir direkt rein, ne? Schon mal Daumen nach oben da lassen. Ist bestimmt. Hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Pumpkin Valley. Wo Tobi und ich immer noch versuchen, uns aus der Obdachlosigkeit rauszustruggeln. Und vor allem aus der Klamottenlosigkeit. Es ist ein harter Kampf halt, ne? Ja, das stimmt. Aber vielleicht, wenn es irgendwann mal floriert, ne, Erik, dann, ja, dann ist natürlich zu hoch. Also ich weiß, wir werden hier die Kings werden. Wir werden hier die Kingpins werden, sozusagen. Aber momentan ist es alles noch nicht so leicht. Nee, irgendwie nicht. Es ist alles harter Tobak gerade. Ich hoffe, ja, wir müssen das schaffen. Wir brauchen, was für einen Unterschied im Leben eines Menschen eine Holzgießkanne machen kann. Ja, das stimmt. Vor allem, ich würde halt, weißt du, bevor ich an keine Holzgießkanne drankomme und meine Erde kaputt geht, würde ich dann noch eher mit den Händen so hingehen und würde das so reinmachen. Ja, oder mit dem Mund einfach die ganze Zeit so. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade nicht auf den Dingens geguckt. Ja, ich würde halt alles nutzen, um irgendwie Wasser auf die Felder zu kriegen, aber das ist ja gar nicht möglich. Oha. Ich würde pinkeln auf die Felder, mir egal. Ja, ich würde den Brunnen austrinken und immer drauf pissen, weil die Pisse hat ja dann irgendwann weniger Stoffe drin. Genau. Erstmal natürlich alles im Fluss. Und dann, sobald die Pipi halt durchsichtig ist, dann alles auf die Beete. Ja. Oder einen Eimer irgendwo mitnehmen. Gibt doch immer irgendwo einen Eimer, den man mitnehmen kann. Der Eimer hält wahrscheinlich auch nur 10-mal. Ja. Ganz merkwürdig. Eine Holzgießkanne. Wer holt sich eine Gießkanne aus Holz? Warum gibt es sowas überhaupt? Holz. Ist wahrscheinlich nicht mal lasiert. So. Wie kann man die Gießkanne an einem einzigen Tag kaputt machen? Richtig, richtig ordentliche Qualität. Bist du noch da? Ja. Sieht nachdenklich aus. Ja, ich glaube, das Fischen tut dir nicht gut. Oh, ich habe eine alte Badehose gefunden. Cool. Vielleicht bringt die ja 200 oder so. Keine Ahnung. Die ist bestimmt unglaublich. Positiv denken. Ja, die ist unglaublich wertvoll. Ich bin aber gleich weg, also ja, ich nicht wundern. Ich auch. So, Northern Pike. Beziehungsweise würde ich gleich gerne mal ausprobieren, wenn ich jetzt den Fisch... Oh, tschüss, Erik. Ja, mach's gut. Ich hatte eigentlich noch zwei Energiebalken hatte ich noch übrig. Einmal hätte er es noch machen müssen, aber da hat er einfach nichts gemacht, hat sich nicht bewegt. Das Fischen ist noch ein bisschen buggy, glaube ich. Manchmal zieht er Energie ab, macht aber nichts. So, ich brate mal gerade einen Fisch. Mal gucken, was passiert. Brate doch einen Storch. Kriegt man davon Ausdauer zurück? Das wäre eigentlich gut, wenn man mehr Ausdauer zurückkriegt, als man verbraucht. Und dann kann man quasi die ganze Zeit Fische sammeln. Genau das will ich gerade mal ausprobieren. Fische? Ich weiß. Fische, Tobi. Fisch? Fisch. Tobi? Wow, die Ausdauer ist ja der Hammer. Was denn? Bei mir sind sehr viele Kartoffeln fertig. Nice! Lass mich raten, die Ausdauer hat sich null gelohnt. Ach, gut, Erik, was soll ich sagen? Ja, bei. Ja, gut.
wirklich. Ich brauche aber trotzdem mal einen Fisch, Stelle. Weil ich gerne mal wissen würde, wenn ich den jetzt, also ob, wie der mehr bringt. Ob der mehr bringt, wenn man den gebraten verkauft. Mhm. Ich habe mal einen gebraten jetzt und dann gucken wir mal. Okay, bin gespannt. Interessante Versuche. Vielleicht brauchen wir gar keine Farm, vielleicht gehen wir nur fischen. Was ist da los? Oh, Was denn? Erik hier, Entschuldigung. Hast du mal einen Kartoffel gesammelt? Wollte ich nicht. Das war eigentlich ein Hoden. Hast du die jetzt? Ja, du hast die wieder. Ja, hab ich. Ja, Vorsicht, meine Hoden liegen überall rum. So, warte. Okay. Ich bin ein einfacher Fraumann. Gut, der Salat braucht noch ein bisschen. Wie viel habe ich denn jetzt? 60 Kartoffeln, Tobi. 60, das waren, warte mal, wie viel hast du für 20 gekriegt? 60 Gold habe ich für 20 gekriegt. Also 180. Cool, cool. Du kannst dir fast die Koppergießkörner leisten. Das ist nett. Ist hier schon irgendwas fertig? Ne, bei mir hier ist noch gar nichts fertig. Wozu habe ich eigentlich einen Rucksack? Wenn ich da eh nichts reinpacken kann. Du kannst auch einen größeren Rucksack kaufen. Ne? Es sind übrigens 80 Kartoffeln, sehe ich gerade. Oh, nein. Nice. Schön. Boah, der Regen, ne, hat uns bisschen den Arsch gerettet. Also mir zumindest. Fett in den Arsch, ja, doch. Aber richtig gerettet hat der Regen das. Gerettet. Trotzdem brauche ich immer noch neue Werkzeuge, die ich mir aktuell nicht leisten kann. Was machst du gerade, Tobi? Ich weiß nicht, wo wir schlafen gehen. Achso, warte, ja, mach ich gleich. Damit die Ausdauer aufgeladen ist, bevor 6 Uhr ist. Ja, warte, ich fische noch einmal oder zweimal. Oh, warte. Nur kurz noch die Zeit ausnutzen. Ist ja schon 4.30 Uhr. Ist nochmal eine Zeit für uns. Ja, Standard. So. Oh nein, ist ja so ein Kackfisch. Eins naked, alles klar. Wie oft gehe ich nach dem Stream raus und halte meine Angel immer in den Gulli? So, warte. Wo ist denn der Snakehead, den ich gerade in der Hand halte? Snakehead habe ich 5. Oh, ich will doch nur einen braten. Eia. Ja, du kannst die braten und kannst die während sie auch. Also du kannst die dann wieder rausnehmen. Ah, okay. Ich brate gerade mal einen Snakehead, mal gucken, was bringt. Lecker Snakehead. Die sind, glaube ich, die teuersten, die Snakeheads. So, Grill. Oh, der Snakehead. Ah, okay. Snakehead heißt hinterher einfach nur Grilled Fish. Das heißt, mal gucken, ob wir die Bock verkaufen können. Oh, okay. Tatsache, das steht bei mir hier auch. Das steht wirklich einfach nur Grilled Fish. Ja. Das wird ein richtig schöner Reinfall. Naja, komm, gehen wir schlafen. Oder? Vielleicht kann man die Hosen aber wenigstens verkaufen. Ja, aber man wüsste an wen. Aber man wüsste an wen. An die Schrottfrau. Kleiner Bastard. So. Achso, okay. Die Geschäfte haben jetzt noch gar nicht auf, ne? Oh. Ja. Mein Knoblauch ist fertig. Ich mach mal kurz Salat. Nö, Salat ist nicht fertig. Der hat's nicht geschafft. Den müsste ich nochmal gießen. Nee, den müsste ich nochmal gießen heute, aber. Du hast Knoblauch. Soll ich dir meine. Ich kann dir meine Gießkanne geben, wenn du willst. Aber ich mach die kaputt, ne? Weißt du? Das ist ja nicht schlimm. Nee, was ist ein Turnip? Ist das sind Zwiebeln, oder? Ich glaube, ja. Ist so ein Lager. Sammel die gerade mal. Ich bring dir gleich die Gießkanne. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ah, gut. Bin hier sehr dankbar unterwegs gerade. Aber das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier ständig selber machen muss alles. Also, stell mal vor, du hast so ein Feld wie der Typ da hinten gerade. Ach nee, Turnip sind keine Zwiebeln, das sind Rüben. Ach so. Ja, schön. Warte mal, ich gieße gerade nochmal kurz meine eine einzige Erdbeere, die ich habe. So. Oh, Erdbeeren schwierig, weil 8 Tage, wenn man da zu viele hat, geht die Gießkanne eh kaputt vorher. Huch. Oh. Aber. Okay, das war ein bisschen blöd jetzt. Hier. Dankeschön. Jo, tschüss. Oh, ich hoffe, ich zerbreche die nicht. Die ist nicht mehr so haltbar. Ja, aber vielleicht ein bisschen was kannst du dieses gießen. Also wenn die kaputt geht, bist du nicht böse?
Nee. Weil ich bin sehr grob, Tobi. Scheißding! Bam! Schmeißt erstmal in die Ecke. Okay, jetzt mehr Wasser rein! Hier muss eine Statue auf der anderen Inselseite. Okay, man kann aus den Dingern, was man erntet, kann man wieder neue Seeds machen, ne? Oh ja. Ja. Aber wie? Draufklicken im Inventar. Oh, okay. Und dann auf Seeds. Aber wieso geht das jetzt hier nicht? Okay, doch geht. Oh, man muss nur öfter draufklicken. Hab wieder Post bekommen. Nein, zweimal das selbe Feld gegossen. Das darf nicht passieren, weil die Gießkanne kaputt geht. Alter, wie bescheuert ist das? Das ist so doof einfach. Läuft bei den beiden auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal 30 neue Seeds aus der Ernte gemacht. Oh nein. Ich finde das gerade sehr gefällt. Hey Tobi, die Gießkanne überlebt. Sehr gut. Das sind deine Sachen, wenn ich sie los. Baba. Super. Weiß nicht genau, wie viel der Lettuce bringt. Der Lettuce. Gillette Lettuce. Stilettos. For man. For a man and a woman. Oh, diese Werbung, ne? Mhm. The fragrance. For a man and a woman. Aber nur für einen Mann und nur für eine Frau. Also warum soll ich mir den Scheiß kaufen, wenn das eh für andere ist? So, hier ist der Mäuserich. Mit seinem OB-Faden am Arsch. Hast du versucht, Fisch zu verkaufen? Fisch? Tobi, was ist los, ne? Also für zwei Katzenfische kriegt man 80. Was? Wo? Hier bei der einen Frau hier. Ich glaube, die geben immer gleich. Wo? Welche Frau? Welcher Laden? Die Blumenfrau. Ich bin aber der Blumenfrau. Okay, der White Bass bringt nur 3, bringt 15, wenn ich 3 Stück verkaufe. Die Blumenfrau? Alter, der Rock Bass bringt 15 pro Stück. Okay, die Turnips bringen jetzt nicht so viel, wie ich erhofft hatte. Ja, wobei geht. Die Blumenfrau, sagst du. Alter, der grillt Fisch bringt sogar 20, wenn man den grillt. Oh. Geh dann Fisch grillen. Oh. Aber nicht Catfish, ne? Wobei, warte mal, es bringt, glaube ich, mehr, wenn du die so verkaufst. Der Snakehead bringt zum Beispiel 30. Ja, ich sehe es gerade. Wow, ich habe 4 Snakeheads. Wenn du so verkaufst. Das sind 120. Bam. Ciao, Snakehead. Alter, die Hose bringt ein. Ja, Mann. Kann ich auch grillen? Der Tetra bringt 40. Ciao. Ja. Black Bass 15. Der Gegrillte bringt auch 20, ne? Ja. Large Mouth Bass bringt 100. Was? Ich habe einen Fisch für 100. Ciao. Boah. Okay, White Bass. Und Catfish bringt 40. Und ich habe 3 davon. 120. Nice. 590 Münzen. Jetzt geh ich shoppen. Sag mal, gegrillter Fisch bringt 20, war das? 20, okay. Ja, ich weiß ja nicht. Also ich denke mal, dass das dann immer gegrillter Fisch ist. Ne? Ist ja egal, was für einer das ist. Dann geh ich nochmal Fisch grillen. Kannst du aber glauben. Wie viel habe ich denn jetzt? 425, nice. Ich wollte noch Kartoffeln verkaufen. Tobi, wir sind wieder Business. Jetzt geht's richtig los. Jetzt verkauft der Typ gar nichts mehr. Pass auf. Wir haben zu viel Geld. Liebe bitte. So, Kartoschki. Ich verkaufe erstmal 60. Für 180 Gold. 20 behalte ich wegen Seeds. Und dann habe ich 605 Gold. Nice. Wow. Heute ist ein guter Tag in dieser Stadt. Heute ist richtig nice. Ah,
Und du hast mir auch noch deine Gießkanne geliehen, Tobi. Das werde ich dir immer hoch anrechnen. Erik. Ich werde mich ewig dran erinnern. Bis zur nächsten Aufnahme. Oh, und hier ist noch ein Blümchen. Schön. Noch ein Blümchen gesammelt. Tobi? Ja? Ich brauche auch langsam ein Hemd. Ich habe langsam Brustschmerzen. Kommt bestimmt nicht davon, dass du ständig ins Koma fällst vor Arbeit oder so. Hä? Nein. Hä? Nee, Quatsch, hey. Herzkammerflimmern habe ich langsam. Das muss am T-Shirt liegen. Ah, du bist ja auch. Guck mal, die Copper Watering Can kostet 100. Die Silver kostet 400. Oh, hau ab, Junge. Kannst du mir eine Copper kaufen? Ja. Weil ich krieg nichts Copper von dem. Ich hab Silver Watering. Das verstehe ich. Oder warte, ich kauf die Iron Watering für 252. Ich hab schon Copper, alles gut. Achso, ich sonst die jetzt auch. Ja, mach erstmal die Copper fertig und dann kannst du die Silber holen. Dann wieder mehr Geld drin. Soll ich dir dafür eine Wooden Hoe nochmal kaufen? Habe ich auch schon 2 Stück gekauft. Ja, okay. Braucht man noch irgendwas? Ein Sickle wäre halt auch nice. Kauf erstmal eine davon. Ein Shears brauche ich noch nicht. Nee, dann spare ich erstmal Geld. Naja, ich lasse jetzt auch erstmal. Ich habe jetzt erstmal das Nötigste. Iron Axe braucht man. Die Axt braucht man auch nicht, ne? Shovel braucht man auch noch nicht. Ich glaube erstmal nicht. Vielleicht kaufe ich auch noch eine zweite Wooden Hoe. Ja. Cool. Ich kann dir leider kein Geld geben. Siehst du, was ich sehe? Dass die dich gerade umkreist? Ja. Bin ich so fett, dass ich einen Orbit habe, oder was? Hä? Hä? Ciao, Tobi. Warte. Jetzt habe ich sie. Ah, jetzt. Klar. Okay, warte, deine Holzgießkanne kann ich kaputt machen, ne? Ja, die kannst du dir, schenke ich dir. Kannst ein Haus draus bauen, wenn du willst. Okay, ciao. Mach ich. Geh mir noch Seeds kaufen, tschüss. Kann ich aus Kartoffeln, kann ich keine Seeds machen? Doch, draufklicken und Seed eigentlich. Oh, Seed. Ja, du musst aber draufklicken, leider. Seed. Warum sollte man Kartoffeln anpflanzen, wenn man eigentlich die ganze Zeit fischen kann? Halt der Sinn des Spiels, Erik. So ist das halt. Der Sinn des Spiels. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob nicht die Sachen irgendwann weniger wert sind, ne? Das war ja bei Staxel auch so. Warum sag ich mal Staxel? Staxel? Yo, kommst du zu mir? Wir spielen Staxel. Ist das so vielleicht, ja? Ja, ich glaube ja. Warte, ich habe noch einen Brief gekriegt. Wer schreibt? Hello from Jones. Hello, Citizen. That you may have concerns about the factory that we built on the island. Okay, our estimated time for completing the factory is spring on the third year from now. Also in 3 Jahren kommt die Fabrik. Und das Spiel will einem jetzt weiß machen, dass man sich drum kümmern soll. Ja, aber was soll man da machen? Ja, was weiß ich, weißt du, wie egal mir das ist? Haben wir gerade Spring? Ja, ne? Wie lange haben wir denn noch Spring? 20 Tage noch, glaube ich. Ja, easy, da kommt noch ein bisschen Salat hier, komm. Ich frage mich halt. Lettuce. Hier oft richtig? Boah, Macadamia brauchen 28 Tage. Oh, nice. Ist das... Oh. Ich laufe mal nackt auf dem Friedhof. Das ist sehr viel Anstand. Wer steht denn hier? Helmo. Howdy, die schöne Rupert. You know you blink a lot. Was? Okay. Was? Ach, ich flitze hier gerade nackt auf dem Friedhof rum. Ist nichts Besonderes. Da habe ich jemanden gesehen. Ja, das ist überhaupt okay. So. Mal kurz über Grabsteine springen. Woo! Tobi, was ist da los? Hey. Ach, ich bin ja gerade beim Tempel. Das ist also der Tempel? Was für ein Tempel? Es gibt einen Tempel und die haben eine große Statue von einer Frau im Bikini oder so. Und Sister Amy, ist die Dame blind? Who are you? Oh, you're not the young farmer? Okay, Faithful One, Sister Amy, Sister. Es ist Sister Amy. Die spielt aber die Rocke. Aber wie, jetzt mal eine blöde Frage. Was ist denn das Ziel? Was sollen wir denn machen, um zu verhindern, dass die hier mit ihrer komischen Fabrik ankommen? Vielleicht müssen wir Geld verdienen oder selber mit einsteigen, mit meiner Fabrik verdienen. Geschäftskalter Eismann, so rum. Geschäftskalter Eismann, bitte, ja. Ja, ja.
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, der Tempel ist genau bei deiner Farm. So. Nee, Tobi, ich glaube, man muss eine Menge Geld verdienen und dann wahrscheinlich den Ort so reich machen, dass die Fabrik gar nicht erst hier hinkommt. Aber 3 Jahre ist halt auch nicht viel irgendwie, ne? Naja, ja, weiß ich nicht. Im richtigen Leben hättest du das Finanzamt die ganze Zeit an der Backe und lauter Behörden und sonst irgendwas, IHK und was da nicht alles kommt, kannst du in 3 Jahren mal gar nichts machen. Hm. Weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellen. Diese naiven Scharlatane. Die denken halt auch, die sind's, weißt du. Ja, ja, ist ein widerliches Pack einfach. So. 2. 3. Wenn ich von hinten mich so sehe, wie ich hier mit der Hacke so rummache, dann bin ich echt sexy. Ich finde mich auch hot, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich finde, das muss man aber auch mal sagen können. Ja. Man muss mal sein Body appreciaten. Ja, absolut. Ja. Also 10 von 10, ich würde mich bumsen. Du, ganz ehrlich, wenn der Rest der Insel einfach tot wäre, oder der Welt, Tobi, dann würde ich bei einer sehr dunklen Nacht erwägen, dein T-Shirt wie einen Klettverschluss von deinem Körper zu poolen. Da musst du wahrscheinlich auch, weil ich mich nie mehr gewaschen habe seitdem. Ah, geil. Oh. Ich komme übrigens gerade aus dem Krankenhaus. Bin gut drauf. Jetzt müssen wir das Feld wieder, ne? Müssen wir komplett alles nachholen, alles. Ja. Macht sich ja nicht von selber. Außerdem muss man hier für den Krankenhausaufenthalt nicht bezahlen, weil privat versichert ist. Ja, zum Glück. Das ist ja alles so eine wohltätige Veranstaltung hier, das ganze Dorf. Oh, bin gerade voll mit dem Schienbein gegen die Kiste gelaufen. Ah. Gleich wieder Krankenhaus. Ja. So, warte, hier schon mal die Felder klar machen. Tobi, wir haben das Ruder rumgerissen. Es ist ein schöner Tag. Gott sei Dank konnte man den Fisch verkaufen, Alter. Und was machen wir? Wir buddeln wieder irgendwelche billigen Kartoffelwaren ein, statt weiter zu fischen die ganze Zeit. Also ich bin hier dafür, dass da eine Chipsfabrik hinkommt, so eine Lace-Fabrik oder so. Ja gut, ganz ehrlich, dann würde ich hier Kartoffelernte machen und dann haben alle was davon. Eben. Ne? Vielleicht noch ein paar Gewürze? Kann man ja alles lokal produzieren? Warum nicht? Ich meine, lokal ist ja sowieso wieder innen, ne? Lokal produziert. Ja. Insofern. Ja, vor allem, da machen wir halt die Bude vom Bürgermeister platt, dann kommen da halt auch Kartoffelfelder hin. Da bin ich aber sofort dabei, das kannst du aber glauben. So, ich lege mich mal kurz hin. Ah ja. Und jogge wieder aus dem Krankenhaus nach Hause. Perfekt. Huch. Ich meine, nur das Einpflanzen von den Seeds verbraucht halt schon einen Haufen Ausdauer irgendwie. Ja. Und ich glaube, die Holzgießkanne, die zieht auch immens nach unten. Generell, ja. Die Wooden Hoe, vielleicht hätte man nur eine kaufen sollen, später noch eine bessere, weil die, glaube ich, immens auch Energie kostet. Ja. Ich möchte nochmal einen Satz bilden, wo das Wort immens drin ist. Hallo, immens. Immens. Immens, der Hobby. Was? So, ach, schön hier alles. Jetzt habe ich 4 von diesen Seeds. Was war das nochmal? Ach ja, das, was du auch hast, die Rüben. Da hatte ich noch 10 Rüben! Die Rüben, da hatte ich noch 10 von, jetzt konntest du 11 pflanzen. Oh, ich sagte halt, die bringen nicht so wirklich viel, wenn du die verkaufst, ne, aber besser als nix. Ja, gut, Hauptsache ich komme über Winter, ne? Bitte, so sieht's nämlich aus. Ich brauche nicht viel, ich mach mal da Brösamen und Rüben. So, füße Kartoffel. Oh, mit der Koppergießkanne kannst du 2 Felder auf einmal gießen. Oh, hier hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich Holzgießkanne gleich weggeschmissen. Aber ich warte, bis sie kaputt ist. Man muss ja... Oh! Oh, das ist geil! Der Salat ist gerade fertig geworden, während ich daneben stehe. Gerade eben, Tobi, der ist gerade eben fertig geworden. Gerade eben! Krass! Krasse Scheiße! Das war meine Rolle für GTA-RP. Früher war ja alles anders, nicht? Da konnten wir doch mit ehrlicher Arbeit über die Runden kommen.
Und heute schick ich meine Huren auf den Strich, die alten Schlampen. Es geht der IRP. Einfach so. Finde ich gut. Ja, wenn man die Rente ein bisschen aufbessern muss, heutzutage, dann importiert man sich auch Damen und Herren und Divers und muss dann natürlich auch im Businessbereich der Liebe tätig werden. Der körperlichen Liebe, der käuflichen Liebe. Ja gut, aber jeder macht heutzutage sein Business auf irgendeine Art und Weise, ne? Es ist halt so. Die einen verkaufen Badewasser, die anderen halt ihre Körper. Oder Fremde, je nachdem. Okay, das mit dem Badewasser war echt widerlich, ne? Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Der Bürgermeister kommt übrigens schon wieder zu mir aufs Feld. Du, mach dir mal klar. Vielleicht kriegst du gute Deals. Hast du nichts gelernt in deinem Influencer-Leben? Entschuldigung. Gib dich ihm bereitwillig hin. Oh, wenn wir jetzt das Pumpkin Wave Field noch kaufen wollen würden, das kostet 20.000. Ja gut, 3 Tage fischen, ne? Hatte die Preise erhöht? War das vorhin auch schon bei 20.000? Nee, ne, der hat das ja hochgemacht, der Sack. Ich hab gesagt, Tobi, du musst deinen Körper verkaufen. Du weißt doch, wie es hier läuft. Ah, weißt du, ganz ehrlich, von mir aus können sie das ganze Dorf platt machen, die Fabrik hier hinbauen, so scheiße wie die sind. Sind doch eh nur Kapitalistenschweine und sagen dann, oh, die Fabrik kommt, nur weil sie ihr Business gefährdet sehen hier. So ist es doch. Endlich sagt es mal jemand. Hast natürlich recht. Ja. So. Gut, dann haben wir hier. Was haben wir jetzt gesammelt eigentlich? 20, 40, 60 Salat. Erfahrung, Erik. Ach, Tobi. Als ob ich da lernfähig wäre. Jetzt muss ich wirklich für alles dieses Seeds drücken. 20 Mal auf Seeds drücken. Vielleicht kannst du auch gedrückt halten. Ich glaube, ich oben nur 15. Hä? Wieso der Stapel da oben weniger, wenn ich... Ich habe einen fetten Bug entdeckt. Ich hatte 60 Lettuce, ne? Ja. Und wenn ich auf Seeds drücke, dann verschwinden die Lettuce auch vom anderen Stapel, von 2 Stapeln. Jetzt habe ich einen Stapel mit 14, einen Stapel mit 13, aber nur 13 Seeds. Es ist jetzt ein schlechter Bug eigentlich für dich. Ja, ne? Ja, klar, das wird. Okay, das ist aber nicht cool. Oder warte, nee, es ist komisch. Also ich habe jetzt 2 10er-Bugs gehabt am Ende, 2 10er-Stacks gehabt am Ende. Und 20 Seeds. Ist eigentlich richtig, aber ist merkwürdig. Okay, wie lange Zeit haben wir noch? Reicht noch, um Felder anzubauen. Okay, cool. Ja. Alles entspannt. So, Felder mache ich noch. Und dann müssen wir aber schon wieder, ne? Tobi? Ach, wir müssen schon wieder, ne? Ja, ja. Aber ich würde die Felder noch gern fertig machen, irgendwie, damit ich das zumindest noch... Zeit schon wieder. Das gibt's ja. Das ist furchtbar einfach. Ist ja auch jetzt 22 Uhr gerade. In-game. So. Ah, scheiß Wooden Hoe. Wir sollten wirklich mal gucken. Wir sollten mal gucken, was anderes hat. Ja, ich muss jetzt erst die Ernte hier leider abwarten, aber ich glaube, das wäre besser. Vielleicht kannst du mit einer anderen Hoe auch irgendwie mehr Felder dann gleich machen, weißt du? Ja, das wäre cool. Diese Holzkacke mal loswerden. Dann arbeiten sie hoch auf Diamond Rank, später Meteor, klar. Wenn mich jemand fragt, was ich spiele, sage ich aber nur, ja klar, Diamond Rank, Junge. Und da ist schon ganz klar, dass ich natürlich Pumpkin Days meine. Ja, weiß ich nicht, was du da lachst jetzt. Verstehe ich nicht, Tobi. Da falle ich erstmal um vor Scham. Ja gut, das verstehe ich. Okay, ich mach mal die andere Gießkanne, kann ich die einfach zerstören? Nee, ne? Ist das nicht, wenn man Kaffee trinkt, hat man dann mehr Ausdauer? Bestimmt. Hast du Kaffee gekauft für 120? Nein. Sieht so aus. Kaffee ist hier wohl das Luxusgetränk. Ich hoffe, ich muss dir darauf nicht antworten. Boah, die Kopperdingens ist ja richtig gut. Ja, das ist voll geil. Mit der goldenen kannst du dann wahrscheinlich 4 machen oder so, also 4 wässern. Das wäre nice. Also für so eine Goldcan würde ich mich auch vor dem bücken, also kein Ding. So. Ganz ehrlich, in so einem
komischen Dorf, das macht bestimmt alle. Das nehmen wir. Klar. Okay, die Can kann. Die Can kann immer nur geradeaus gießen. Also nicht geradeaus, sondern nur in eine Windrichtung gießen. Hä, wenn ich mich drehe, macht die trotzdem diese zwei. Hä? Das ist mega sinnlos. Vier Felder muss ich trotzdem einzeln gießen. Das kann man nicht ausdenken. Okay, gut. So. Lala. Ah, oh, schön. Diese Klaviermusik dabei auch. Sehr entspannt. Tobias, möchtest du vielleicht noch einen Tee genießen? Ich hätte gerne einen Gin Tonic. Du, ich hab nur Rotbuschtee. Oh, ich leg mich hin. Mit Schuss! Warte. Hallo, Krankenhaus. Boah, gut, dass das Krankenhaus nichts kostet. Ich war auch gerade im Krankenhaus. Du siehst aber aus, du setzt dich noch nicht ganz davon ab. Hallo, junge Frau. Hilfe! Sie Schwein! Oh Mann. Oh ja, ich wollte ja noch was anderes machen, bevor ich schlafen gehe. Die Nächte kann man ja echt gut nutzen, ne? Ja, man muss, die Landwirtschaft schläft ja nie. Das ist, so ist es halt, ne? Das ist ja einfach, rund um die Uhr musst du fit sein heutzutage. Ja, deswegen will das ja auch keiner mehr machen. Wer da nicht mit kann, der ist auch schon, der fliegt auch schon raus. So. Als Bauer kann man sich das heute nicht mehr leisten, auf der faulen Haut zu liegen oder sonst was. Wobei, konnte man sich das jemals leisten als Bauer? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. So, aber eine Sache mache ich jetzt noch. Läuft auf jeden Fall bei Gronkh. Die hat der Tobi auch nicht erfahren. Was denn? Das ist nämlich unser Geheimnis. Okay. Wie was Geheimnis? Nichts, nichts, Tobi. Gar nichts. Bitte bleib bei deiner Farm. Ja, ja, ich gieße gerade meine Dinger. Okay, das ist gut. Oh, sehr gut. Ja, das klappt gut. Aha. Fantastisch. Dauert ein bisschen lang. La 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 la. Kann man eigentlich Förderbänder machen? Und das ist eine gute Frage. Und automatisieren? In den 3 Jahren baue ich dir hier auch eine Fabrik hin, Tobi. Soll ich mal was verraten? Was denn? Wenn man dieses spezielle körperliche Attribut hat, ne, wo der eigene Kopf einfach wackelt wie ein Metronom, dann kann man sich nicht verstecken. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Dieser Wackelkopf, der da oben aus dem Gebüsch guckt. Ich gieße gerade meine Crops, Junge. Was willst du von mir? Ja, dein Crop ist gegossen. Ach, schön. Ja, ich dachte, ich brate mal die Fische ein bisschen. Ja, die bringen halt leider nicht so viel, ne? Das ist. Naja, aber dann habe ich das Inventar mal leer. Und vor allen Dingen, ich glaube, auf Masse gesehen könnte das aber doch nicht wenig sein, ne? 10 Stück sind schon, wie viel waren das? 25 pro Stück? Irgendwie sowas, ja. Ja, 250 bei 10 Stück schon. Also. Ich kann aber. Hä? Was denn? Ich kann deine Crops kann ich gießen. Aber du kannst selber nichts anbauen. Nee, und ich kann auch meinen Wasserkern, habe ich gerade an deinem Brunnen aufgefüllt, es tut mir leid. Aber das Problem ist, wir können das Bett da ja nicht hinstellen und sonst irgendwas, ne? Nee. Also abbauen konnte ich bei dir auch, als das Zeug fertig war bei dir, die Rüben, hätte ich sie abbauen können bei dir. Also zumindest war das Handsymbol da, ich weiß nicht, ob ich selber hätte abbauen können. Hä, das ist aber voll bescheuert, wieso kann ich denn noch nicht bei dir was anpflanzen, das ist doch... Ich habe keine Ahnung. Tobi, ich weiß es doch nicht. Aber alles verwirrt mich. Also bei mir müssen das über 500 sein, wenn ich hier durch bin. Fische?
Also 500 Gold, nicht Fische. Ach so, okay. Weil es müssten eigentlich über 20 gebraten. Ja, es sind über 20 gebratene Fische. 24. Hm. Eine blöde Frage. Kann es sein, dass der Brunnen auch leerer wird? Nee, ne? Glaube ich nicht. Wo soll es das Wasser denn herholen? Aus dem Fluss? Wobei. Keine Ahnung, vielleicht musst du dir für 30.000 Münzen einen neuen Brunnen kaufen oder so. Würde mich aber auch nicht wundern. Okay, wollen wir nächste Folge weitermachen? Ja, würde ich sagen. Ja, okay, alles klar. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder und dann haben wir, ne, jetzt haben wir langsam, wir haben das Spiel geknackt eigentlich. Jetzt geht's halt richtig los. Knick, knack, Alter, jetzt geht's los. Jetzt richtig. Mit gecroppt, Alter, richtig geil. Richtig, jetzt graben wir die ganze Welt um. Geil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Pumpkin Tale. Let's go, Leute. Ja, ich würde das jetzige Video an der Stelle auch beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Au-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir Kommentare immer gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Montag. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.